Kuschama, der das Klettern für über Jahre, über zwei Jahrzehnte jetzt hinweg auch geprägt. Also das ist eine lebende Legende mittlerweile in seinem Alter schon. Ich muss auch sagen, ich bin stolz darauf, dass ich hier dieses Projekt mit ihm machen kann, weil es nach Wolfgang Güllich und Kurt Albert eigentlich das einzige große Vorbild von mir. Yeah, we've just been in touch over the years, and then he called me, I guess a year ago or something, was like, yeah, Chris, I've got this idea. I had no idea what it was, but I was really excited to do a trip with Stefan because we've been talking about it for a long time, and also for me, you know, he's like like one of my climbing idols from when I started climbing. Also wir haben ja noch nie was zuvor gemacht, aber wir sind uns das öfter mal so begegnet und immer wieder haben wir dann davon gesprochen, dass wir mal was zusammen machen wollen. Und ich denke mir mal, dass das erstmal darum geht, dass du sofort irgendwie so eine Wellenlänge zueinander findest. Und die haben wir sofort gespürt. Also ich glaube, dass wir uns beide sympathisch finden und auch gut miteinander auskommen. Yeah, it's a really cool team, Stefan and I, because he has so much experience in doing these big walls and big expeditions and of course a lot of hard climbing and sport climbing as well. But for me, my specialty is more on this side of like really extreme, difficult climbing. So kind of bringing the two styles together, we can really complement each other. Es ist sehr verbindlich, obwohl er natürlich auch ein bisschen so ein zerstreuter Professor ist. Das ist durchaus möglich, dass der in der Früh aufsteht und zwei verschiedene Socken anhat, weil er halt einfach mit den Gedanken ganz woanders ist. Also ich habe eher so das Gefühl, das ist ein Künstler als ein sehr wohl organisierter Sportler. For me, like, so much about climbing is about being creative. It's, of course, there's this side that's like a sport and doing these accomplishments and stuff. But really, what I love is like imagining a beautiful line and creating it. You know, but just as much as an athlete, I feel like I'm an artist too. Für mich ist es eher so das Gesamtkunstwerk. Und für Chris ist es halt einfach eher so diese klettertechnischen Höchstschwierigkeiten, auf die er fokussiert ist. Und ich glaube, diese zwei Komponenten zusammengebracht, da kann was draus werden. I think it's gonna be a memorable route for myself and for climbing in general. I think it's a pretty important line that we're putting up.